rockiges Studium, ein rockiger Abschluss. Sechs Studierende bekommen heute ihren Masterabschluss in Energiebetriebsmanagement an der Technischen Hochschule Bingen überreicht. Drei Semester Studium liegen hinter ihnen. Nun sind sie als Führungskräfte und Experten in Fragen der Energieeffizienz ausgebildet. Der Weiterbildungsmasterstudiengang Energiebetriebsmanagement an der TH Bingen macht es möglich. Es geht bei dem Studiengang Energiebetriebsmanagement darum, dezentrale Anlagen zu betreiben und zu optimieren. Dezentral heißt für mich, dass es halt eben die Anlagen, die bei den Versorgern sind, um die geht es, dass es Anlagen sind, die in der Industrie stehen, im Wesentlichen, die halt eben Wärme, Strom, Kälte, Druckluft und so weiter erzeugen. Und diese zu betreiben, damit verbunden sind die ganzen Verpflichtungen des Betreibers, was er alles wissen muss, um das zu können und so weiter, das lernen wir hier in diesem Studiengang. Aber auch den Schritt, das zu optimieren, technisch zu optimieren oder halt energiewirtschaftlich zu optimieren. Die Zusammenhänge in der Energieversorgung von Gebäuden und Anlagen und in der Energieerzeugung selbst sind komplex. Im Fokus stehen nachhaltiges Handeln und eine schonende Verwendung von Ressourcen. Daher stehen Fach- und Führungskräfte vor hohen Anforderungen. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften wächst stark. In drei Semestern können sich Ingenieurinnen und Fachkräfte im Master of Engineering für die Zukunft fit machen. Das Studium kombiniert die Teilbereiche Anlagenbetrieb, Energieeffizienz und Kostenreduktion. Die Studierenden lernen technische Innovationen kennen und besuchen Unternehmen direkt vor Ort. Ein Mix, der ankommt. Mich hat überrascht der enorm hohe Praxisbezug. Eine Vielzahl der Veranstaltungen finden direkt in den Betrieben statt. Und dadurch, dass die Dozenten dann direkt aus der Praxis kommen, ist das natürlich für uns Studenten von enormem Vorteil. Das Studium macht es aus, dass eine sehr kleine Klassenstärke sind, also zwischen 12 und 15 Leuten. Und dass halt die Kommunikation mit dem Dozenten sehr direkt ist. Also sind immer für einen da, man kann sich fragen und ist einfach gut. Die Technische Hochschule Bingen bringt das Wissen direkt zu den Menschen im Beruf. Unternehmen aus der Region sind gleichzeitig Partner, Förderer und Kunden. Die überschaubare Größe und der persönliche Umgang fördern ein praxisnahes Lernen und prägen den Alltag an der TH Bingen. Ich finde, dass das zahlenmäßige Verhältnis von Dozenten und Schülern gut ist, also nicht zu groß. Man fühlt sich nicht irgendwie verloren in großen Studentenmassen, sondern hat den Eindruck, auch wirklich als Einzelperson wahrgenommen zu werden. Und die einzelnen Wege an der FH sind sehr kurz, ein kompakter Campus, und das ist natürlich auch ein Vorteil. Was ich an der FH so toll finde, ist eigentlich, dass man tolle Berufsmöglichkeiten hier bekommen kann und auch für seinen Lebensweg eigentlich gut gewappnet ist, um dann weiter was Tolles zu arbeiten, was Tolles zu erfinden, irgendwas zu tun, ja, was halt einem Spaß macht. Gut ausgebildet stehen den Studierenden mit Abschluss nun die Türen zu einer leitenden Position offen. Die Technische Hochschule in Bingen. Praxisnah, persönlich, anspruchsvoll.